Hallihallo, hier ist wieder Ilonka von der Stempelzeit. Es ist Montag, das heißt ein neues Tutorial zum Wochenstart für dich. Diesmal ist eine Karte und zwar so eine Kartenform, so in etwa in der Art hatte ich bei meiner Newsletter-Challenge bekommen und da habe ich gedacht, das schaue ich mir mal an und mache da so ein bisschen was, eine Karte draus und das ist sie nun. Die kann man hier nach oben öffnen und hier sind nochmal so zwei extra Klappen, also sozusagen 1, 2, 3 Klappen. Ich habe das Ganze mit Magneten verschlossen, die halt unter dem Designerpapier versteckt sind, sodass die zugeht. Geht ganz einfach und ich habe ein bisschen schon was vorbereitet, die Sachen, die wir brauchen. Erstmal zwei Magnetpaare, es geht natürlich auch ohne Magnet, aber ich habe es halt jetzt mit Magnet. Einmal einen halben Bogen DIN A4 Farbkarton, und zwar also DIN A4 Länge und 10,5 cm von der Breite. Dann brauchen wir ein kleines Stück in der gleichen Farbe, 21,3 cm mal 5 cm. Und dann brauchen wir zwei kleine Stücke Designerpapier, in der Größe 4,5 cm mal 4 cm. Ein größeres in Stück Designerpapier in der Größe 9,5 cm mal 9 cm. Und dann für den Aufleger habe ich jetzt hier Kreise genommen von den lagenweisen Kreisen. Und zwar den ganz großen Wellenkreis und den zweitgrößten normalen Kreis. So, fangen wir mal an mit diesen beiden Stücken. Und dann braucht man natürlich noch was zum Falzen und zum Kleben und sowas. Kleben und hier nochmal was zum Falzen. So. Und zwar, das große Kartenstück legen wir quer ein, also die lange Seite legen wir oben an und falzen dann einmal bei 14,85. Dann haben wir hier schon mal die Grundkartengröße, ganz normal A6. Und dann drehen wir es einmal um und schneiden 5 cm ab. Das ist Rest. Dann haben wir ein Teil schon mal fertig. Hier können wir dann direkt schon mal das große Stück Designerpapier aufkleben. Das passt da nämlich genau drauf mit so einem kleinen Rand. So. Und dann ist das zweite Stück. Das bildet hier unten die beiden kleineren Klappen. Das wird eingelegt und von beiden Seiten bei 5,3 und ein Schnaps mehr, 5,3 cm gefalzt. Einmal von der Seite und einmal von der anderen Seite. 5,3. Und dann wird das einfach von der Rückseite von außen hier angeklebt. Welchen Kleber man da nimmt, ist eigentlich egal. Ich nehme jetzt einfach mal den Snail, weil er hier gerade so schön liegt. Und das einfach jetzt hier halt passend mit der Unterkante hier unten abschließend machen. Und dann einmal hier nochmal gerade machen. Und hier dann auch. Dann ist das eigentlich schon fertig. Jetzt setzen wir einmal den Aufleger schon mal drauf. Den einfach natürlich nur halb mit Klebstoff benetzen, dann zumachen, zuhalten und hier so draufsetzen. So, und jetzt kommen die Magnete. Und zwar hier an diese beiden Stellen, dass die dann hier unten hinklappen. Machen wir einmal so und einmal so. Einmal da. Ne, will nicht. Und einmal hier. So in etwa. Und dann die Schutzfolie vom zweiten Magneten abmachen. Und einfach jetzt mit dem Aufleger hier abnehmen und hier festdrücken. Und jetzt wird einfach mit den beiden kleinen Stücken wird hier unten das Magnet überklebt, sodass man das nicht mehr sehen kann.
so. Und auf der anderen Seite auch. So. Und hier innen, jetzt müssen wir erstmal gucken, welche Seite, sonst wäre ein bisschen zu gleich, dann mache ich das so rum. Also ich weiß wieder jetzt nicht, was ich mit der Karte mache, deswegen werde ich jetzt auch da nicht weiter jetzt irgendwas noch drauf machen, weil das muss ich dann erstmal gucken, für was für ein Event das denn dann sein soll. Das machen wir hier so gleich drauf. Und dann ist das Kärtchen auch schon, hoppala, schon fertig. Also wie gesagt, dieses, das hier ist eine Dankekarte, klar. Was das jetzt wird, weiß ich nicht, deswegen lasse ich das einfach mal so. Das mache ich sowieso ganz gerne. Dann habe ich nämlich eine gute Auswahl an halbfertigen Karten, brauche dann bloß noch den Spruch ergänzen, halt, ob es jetzt eine Dankekarte, eine Geburtstagskarte oder sonst irgendwas ist. Und dann habe ich sehr schnell dann immer eine neue Karte zur Hand. So, und hier wird das aufgemacht. Tada, da kann man dann auch nochmal zwei, ja, vielleicht kleine Fotos einkleben oder wenn man da Gutscheine reinschreiben möchte. Also kann man auch eine ganze Menge wieder mitmachen. So, ich hoffe, das hat dir gefallen. Und wenn ja, lass mir ein Like da oder abonniere meinen Kanal. Und ansonsten würde ich sagen, ja, hab eine schöne Woche und wir sehen uns vielleicht am Mittwoch zur Mittwochsreihe wieder. Bis dahin, tschüss!